Willkommen zurück zu Splatoon 3 im Splatfest. Und wir haben gleich mal weiße Schokolade gegen Vollmilch, war das? Genau. Und wir haben es gerade 1 Uhr, also direkt zum Start. Gleich mal reingehen und gleich mal 2 Gegner haben. Ja. Da machst du halt noch wenig. Ich spiel mal die Gellen in der Folge. Mal schauen, wie wir mit der sind. Aber wir sind in Führung. Also einen schönen Weißton haben wir da bekommen. Nicht ganz weiß, aber so in die Richtung. Gut, dann wieder auf. Ja, ein bisschen kommen sie, die Gegner. Ich habe mich jetzt für weiße Schokolade entschieden. Genau. Jetzt zwar auch Vollmilch nehmen können. Irgendwie mag ich die mehr. Deswegen ist es die geworden. Komm, krieg ich den? Das sind halt immer irgendwo Gegner. Von irgendwo kommen die dann halt immer. Mal schauen, ob wir dann das andere Team, ob wir Zart bitte auch noch finden oder nicht. Werden wir mal gucken. Jetzt erstmal den hier wegmachen. Ich bin ja schon relativ gut, die Gegner. Muss mal schauen, komme ich da runter? Ja, da kommt er wieder, der Kollege. Aber ein bisschen kann ich machen. Kommt der? Ja, der kommt. Dann komm mal her da. Hopp. Kriege ich den? Bis jetzt noch nicht. Ne, der ist wieder weg. Okay, der ist wieder weggegangen. Dann können wir uns jetzt ein bisschen durchsetzen. Und ein bisschen nach oben. Kriege ich den? Leider nicht. Der Teamkollege auch nicht. Ne, der auch nicht. Der geht auch gar nicht nach oben. Aber dann können wir wieder bei uns ein bisschen zurückfärben. Und dann sollten wir eigentlich gewinnen. Aber gucken wir noch. Außer die kommen jetzt da relativ gut durch. Wenn wir gleich sehen. Warte, dann färbe ich noch hier ein bisschen. Da. Komm mal rein. Das sieht jetzt nicht ganz so gut für uns aus. Ziemlich ausgeglichen. Aber wir gucken mal. Doch, sollten wir haben. Ja. Haben wir. Damit den ersten Sieg für unser Team. Läuft schon mal gut. So kann es anfangen. Und so kann es dann auch weitergehen. Klappt sehr gut. So, das heißt, wir haben bis jetzt 1-1 gewonnen. Auch beim Beitrag kriegen wir ein bisschen was. Da haben wir auch schon für die Stufe 60 dazu bekommen. Und dann geht es jetzt in den nächsten Kampf. Okay, wir treffen wieder auf Vollmilch. Mal schauen, ob wir das andere Team, das dritte Team überhaupt als Gegner bekommen, ob da jetzt wer spielt. Vielleicht spielen die auch zu einer anderen Uhrzeit, vielleicht sind jetzt weniger von denen online. Oder es sind generell weniger bei dem im Team. Weil, ja, konnte ich ausweichen. Sehr gut. Richtig? Ja, habe ich. Gut, da hinten ist auch nichts mehr. Ja, und dann mal darüber. Hopp. Mal her. Tintenwolf finde ich jetzt nicht so gut. Aber ja. Haben wir halt dabei. Warte, dann kommen wir her. Dann werden wir es auch nutzen. Hopp.
Ja, warte, dann weg da. Jetzt mal auf die Seite wegen der Kugel. Können wir aber ausweichen. Komm mal her. Ja. Bisschen in der Mitte gerade. Tut sich gerade recht viel in der Mitte, weil die Gegner alle in der Mitte sind. Also ich guck mal da. Aber sonst haben sie halt nicht viel gefärbt, die Gegner. Außer die Mitte. Da hätten wir was zum Umfärben. Der Quasso. Haben mich da bekommen. Ja, aber die Gegner haben wirklich nur in der Mitte gefärbt. Ansonsten haben sie nicht viel gefärbt und bei denen halt drinnen. Aber ansonsten nicht wirklich durchgekommen, die Gegner bis jetzt. Auch das, auch diese Runde sieht bislang sehr gut für unser Team aus. Da kommt gerade jemand. Dann Heulboje. Hopp. Krieg ich den? Ja, habe ich bekommen. Mit der Heulboje konnte der nicht mehr ausweichen. Die Kugel war gut gesetzt. Aber kein Problem. Krieg ich den? Ja, krieg ich, aber der kriegt mich auch. Gegenseitig weggemacht. Ja, Gegner fühlen jetzt auch gleich gegen Ende. Aber da können wir noch was machen. Ja, dann helfe ich dem. Hier, ja. Habe ich. Dann Sprenkler machen wir mal weg. Dann können wir das auch ganz gut umfärben, ohne dass es wieder umgefärbt wird vom Gegner. Ja. Dann Stempel, komm, mach den mal weg. Sehr gut. Dann gehe ich mal unten lang. Geht ihr oben lang. Dann sollten wir auch das zweite Spiel gewonnen haben. Ja. Und auch die zweite Runde haben wir gewonnen. Haben wir deutlich mehr gefärbt. Ja. Auch da läuft sehr gut. 2 von 2 gewonnen. Auch da kriegen wir wieder Punkte für unser Team. Läuft bislang sehr gut. Katalogstufe haben wir eine neue. Ansonsten kriegen wir noch einen Effekt fürs Splatfest-Shirt. Dann kriegen wir auch noch was für den Beitrag. Und dann sind wir in der neuen Stufe. Und dann ab in den nächsten Kampf. Gut, wir treffen wieder auf den gleichen Gegner. Dann werden wir dem gleichen Gegner auch wieder Punkte wegnehmen. Bin schon gespannt, wie dann das Team Zartbitter spielen wird. Ob die gut sind, ob die schlecht sind. Bis jetzt gegen Vollmilch haben wir 2 von 2 gewonnen. Das ist schon mal sehr gut. Dann kriegen wir da auch ein paar Punkte für unser Team zusammen. Hopp. Dann mal kurz da auf die Seite hoch. Vielleicht können wir da ein bisschen hochfärben. Ist auch immer sehr gut. Hopp. Halten wir die gerade hinten drinnen bei denen? Ja, 2 bekommen durch die Heulboje. Richtig, auch den habe ich. Die Gegner kommen gerade nicht weg von hinten. Ist auch das eine sehr eindeutige Runde. Sehr gutes Team. Machen wir bis jetzt sehr gut. Und der Runde können wir jetzt... Ja, wir können mal bei uns hinten ein bisschen was färben. Dann noch einmal zurückspringen. Dann färben wir noch einmal die restlichen paar Prozent. Da kriegen wir auch noch ein paar Prozent zusammen. Dann färben wir mal unseren eigenen Bereich, während die anderen 3 Teamkollegen sich mit den Gegnern beschäftigen. Ein bisschen aushelfen könnte ich jetzt, weil gerade 2 draufgegangen sind. Aber der macht es schon ganz gut. Ja,
Doch, kriegen sie eigentlich ganz gut hin. Also die Gegner kommen ja gar nicht raus. Das heißt dann, wir haben 3 von 3 gewonnen. Außer die Gegner kommen da noch einmal irgendwie aus dem eigenen Spawn raus. Sieht aber nicht danach aus. Nee. Warte, da kommt einer. Ja, doch, der versucht's. Aber kriegt's nicht so richtig hin. Habe ich bekommen mit der Heulboje. Sehr gut. Da noch ein bisschen färben, aber da sind sie jetzt leicht durchgekommen, die Gegner. Ja. Naja. Ja, doch. Bisschen was konnten sie sich zurückholen. Aber das war nicht allzu viel. Das können wir ja direkt wieder umfärben. Klappt auch sehr gut. Jo. Haben wir den? Auch den haben wir. Komm mal her, dann färbe ich nochmal da drüben ein bisschen. Dann sollte es eigentlich gereicht haben. Gucken wir mal. Ja, wobei. Doch, doch. Ja. Da sind sie dann nur einmal kurz gegen Ende durchgekommen. Aber nur ein bisschen. Aber bei der Mitte war dann Ende, da sind sie nicht mehr weitergekommen. Damit haben wir 3 von 3 gewonnen. Mhm. Dann kriegen wir da wieder unsere Punkte. Wie viel haben wir jetzt? Ja, 4537 Punkte für Splatfest. Hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Euer Rotschlumpf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.